Oh. Wie viel Promille sind das mit der Brille? 1,5. Das ist wirklich in der Tat. Ich mache das ganz einfach. Ich gehe einfach bei den zwei Hütchen, die ich jetzt sehe, in der Mitte durch. Also das ist, muss ich sagen, ein deutlicher Unterschied zu eben. Ja, das war eine interessante Erfahrung, weil man in der Regel, also wenn man viel Alkohol getrunken hat, dann kann man das natürlich so gar nicht mehr realisieren. Und hier hat man jetzt im Grunde diesen verfälschten Blick und kann im Grunde genommen dann erstmal abschätzen, welche Gefahren da überall lauern und wie schwierig es ist und wie sehr der Alkohol natürlich auch die Sinne beeinträchtigt. Gut, geschafft. Super. Ja. Wie war's? Ja, sag mal. Also kam dir bekannt vor? Weiß ich schon. Okay. Das hatten wir jetzt nicht. Also das? Das ist halt schon schwer, sich. Also man muss sich schon ganz schön konzentrieren, dass man da irgendwie das 2-Euro-Stück aufheben kann. Oder so. Man sieht gar nichts mehr, das ist voll hart. Also Zahlen kann man nicht mehr erkennen. Das Geldstück sieht man so ganz verschwommen, den Umriss. Wenn einmal Alkohol getrunken ist, dann denkt man vielleicht gar nicht mehr so entscheidend darüber nach, was man sonst noch so tut. Man raucht, man trinkt Alkohol, dann bekommt man vielleicht in so einer Atmosphäre eben auch mal etwas anderes angeboten. Also hat vielleicht den Erstkontakt mit Drogen. Der Alkohol ist der Beginn eines Teufelskreises. Kennt ihr bestimmt ganz viele Wörter, die auch mit Sucht zu tun haben? Ja, Spielsucht. Spielsucht gibt's? Ja, Internet. Internet, Computer, klar. Mhm. Handy. Handy, auch das kann zur Sucht werden. Da können wir ja mal so aufschreiben, was diese Dinge sind, wenn ihr ins Internet geht oder den Computer benutzt, wozu ihr den Computer dann benutzt und was ihr da so macht. Also wir haben jetzt schon gehört, also Lokalisten schreiben wir mal auf und Schüler-VZ schreiben wir auf. So, was macht ihr noch im Internet? Rollengames im Internet oder so. Nochmal bitte? Rollengames im Internet. Also Spiele, Online-Spiele. Reden wir von Online-Spielen oder PC-Spielen? Online-Spiele. Also Spiele oder Online-Spiele. Okay. World of Warcraft. World of Warcraft. MSN, ICQ. Ja. Okay. Gerade was das Thema Internet und Computer betrifft, ein ganz wichtiger Punkt auch ist, dieses wirklich miteinander kommunizieren. Ja, das haben viele junge Menschen nie gelernt, weil alles über den Computer läuft. Ich glaube, dass es wichtig ist, eben dieses Nah-Dran-Sein, ja, dieses früh ein Bewusstsein schaffen. Und da tragen eben diese Schulbesuche der Stiftung Sehnsucht enorm dazu bei, weil man einfach eine Aufmerksamkeit schaffen kann. Und weil man ja auch sieht, wie das plötzlich ein präsentes Thema dann eben auch für die Mädchen und Jungen ist. Und sie beschäftigen sich damit, setzen sich damit auseinander und sie beteiligen sich ja auch sehr, sehr aktiv. In dem Moment, ja. Und mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wo es hinführen könnte, ganz einfach. Also ich habe mit 12 angefangen, Alkohol zu trinken und das war halt hauptsächlich in meinem Umfeld. Das hat halt dazugehört einfach, dass man das ausprobiert. Und ich war, denke ich, schon auch empfänglich. Also mal dieses Ausprobieren ist, glaube ich, normal. Aber dann kommt halt dieser Punkt, wo man vielleicht empfänglich für bestimmte Dinge ist. Und ich hatte damals einfach nicht so ein Selbstbewusstsein. Ich war dick und war unsicher und der Alkohol hat mir Hemmungen genommen. Ja, da habe ich mich cooler gefühlt und später beim Speed oder Ecstasy auch. Und dann den Parcours hier? Ich glaube, dass bei vielen Jugendlichen das Bewusstsein fehlt, einfach für Sucht. So wie es mir auch gefehlt hat, weil es einfach normal war, früher Alkohol zu trinken. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir machen und die Stiftung macht, ein wichtiger Teil ist. Einfach ein Bewusstsein zu schaffen für das, was Sucht ist.
Also das Teamwork bei der Stiftung Sehnsucht besteht daraus, dass es eben immer ein Sozialpädagoge und ein Ex-User ist, die zusammenarbeiten. Und ich denke, da hat jeder seine eigenen Parts, die aber auch ganz, ganz wichtig sind. Also es würde nicht funktionieren, wenn es nur einer machen würde. Der Sozialpädagoge ist eher dafür zuständig, wirklich den Fokus nochmal zu setzen, möglicherweise was zu intensivieren, vielleicht auch mal einen Break zu setzen, wenn es über die Zeit rausgeht. Der hat die Inhalte einfach immer sehr im Kopf. Und der Ex-User ist der, der viel erzählt, der einfach sehr authentisch aus der eigenen Erfahrung berichtet. Ja, ich habe die Arbeit der Stiftung Sehnsucht vor einigen Jahren eigentlich erstmal durch Zufall kennengelernt. Eine auch ex-süchtige, ex-abhängige, die mittlerweile eine Hundesitteragentur in München hat. Wir suchten jemanden für einen Hund. Darüber bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen, habe ihre Geschichte gehört, habe dann eben auch die Stiftung Sehnsucht, oder damals war es ja noch ein eher regionales Projekt in München, kennengelernt. Und damit dann auch die Tanja Hinlein, die Stiftungsvorsitzende, kennengelernt dort. Ja, im Gespräch mit ihr habe ich dann gesagt, ich finde das ein wunderbares und wichtiges Thema, Suchtprävention im Allgemeinen, Drogenprävention natürlich, klar, Alkohol, Computer, Internet, all diese Themen, die heute uns allen ja so präsent sind. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie man diese Arbeit weiter voranbringen kann und weiter professionalisieren kann. Ich habe mich als Stiftungsbotschafter dann engagiert. Das Ganze ist eben auf professionelle Beine gestellt worden und seitdem gibt es viele, viele Projekte, Aktionen, diese Schulpräventionstage oder Wochen, die durch die Schulen gebucht werden können, aber eben auch verschiedene Einzelprojekte, die eben in diese Arbeit einzahlen. Ich denke, es hilft, dass man sich Gedanken darüber macht, was man eigentlich so auf Feiern und auf Partys, was man da eigentlich so fabriziert. Also mir hat es gebracht, dass ich in Zukunft auf jeden Fall aufpassen werde, dass es keine Sucht sich daraus entwickelt, dass es nicht zu häufig wird. Ja, und auch falls es irgendwas, was ich merke, dass es meinen Freunden irgendwie so hingeht, dass ich ihnen halt auch helfen kann und so. Ich habe auf alle Fälle jetzt erfahren, wie gefährlich das auch sein kann mit Drogen und Alkohol. Und das habe ich schon zum größten mitgenommen. Ich habe vor einem Monat circa noch geraucht. Und jetzt bin ich eigentlich rauchfrei. Ich habe aufgehört damit, weil ich der Meinung bin, ich zahle keine 4 Euro, damit ich mir meine Gesundheit kaputt mache. Ich mache zudem noch Sport, also ziemlich intensiv sogar. Und ich konzentriere mich lieber auf meinen Sport und ja, lebe gesund oder so. Und das habe ich eigentlich aus dieser Stiftung Sehnsucht mitgenommen.